Sinns ganzheitlich Sportmedizin beschäftigt sich mit der Funktion des Bewegungsapparates. Um genug Informationen über einen Menschen zu sammeln, ist für mich die Anamnese über seinen Beruf, über seine Freizeit und auch seine sportlichen Aktivitäten sehr wichtig. Mittels einer diagnostischen Statikanalyse, einmal in Ruhe, aber auch in Bewegung, sowie die Palpation von den Beschwerdepunkten, Trigger- und Schmerzpunkten, bekomme ich ein umfangreiches Bild über Störungen der Biomechanik. Störungen der Biomechanik verursachen muskuläre Dysbalancen und diese sind endgültig unser Schmerzsyndrom. Zur weiteren Diagnostik verwende ich eine bestimmte Ultraschallmethode, die Elastographie. Hiermit kann ich die Dichte im Gewebe, Muskel, Faszie, Bindegewebe messen. Ich kann sie darstellen, bildlich, und der große Vorteil ist, ich kann auch im Verlauf meine Therapie dokumentieren. Wer ist nun der Schuldige für die Schmerzen und die Beschwerden am Bewegungsapparat? Die Faszien sind normalerweise elastisch. Wenn sie diese Funktion nicht mehr erfüllen, weil sie durch Überbelastung und Übertraining und falsche Bewegungsmuster verdrillen, haben sie nicht mehr die Funktion, die sie haben sollten. Damit verkürzen sie und haben Druck und Zugkräfte auf ein Gelenk. Wir nehmen hier das Kniegelenk und die Faszien, die das Knie umhüllen, ziehen sich zusammen und wir haben Druck auf das Kniegelenk, was gleichbedeutend ist mit Abrieb, was zur Arthrose führt. Arthrose ist aber nicht die Schmerzursache. Nein, ich möchte die Schmerzursache am Fuß nun erklären. Wir haben ein Schmerzsyndrom an der Ferse, da ist unser Schmerz, das tut weh, wir können nicht mehr drauf treten. Wie entsteht nun dieser Schmerz? Wir haben bis zu 30 Muskeln, die am Fuß ansetzen. Durch eine erneute Überbelastung, Fehlbelastung, falsches Schuhwerk verkürzen die Muskeln, ziehen sich zusammen, der Muskelbauch wird kleiner und somit entsteht dann der Zug am Ansatz des Muskels am Knochen. Dort entsteht der Schmerz. Hier ist das Symptom und der Muskel ist die Ursache. Zur Behandlung der Beschwerden verwende ich die funktionelle Shockwave-Therapie nach Sinns. Dazu nehme ich die fokussierte Stoßwelle her. Sie verfügt über elektromagnetische Wellen, die bis zu 12 cm Tiefe in das Gewebe eindringen können. Der Vorteil, ich kann damit Entzündungsreaktionen hemmen, den Schmerz runterfahren und kann neue Stammzellen regenerieren. Das nennt man Remodeling. Das heißt hier am Fuß, ich gehe auf den Ansatz und an den Knochen. Der Patient gibt mir an, ja, dort ist der Schmerz, den ich jedes Mal spüre. Ich bleibe drauf, bis der Patient sagt, ja, der Schmerz lässt nach und werde dann millimeterweise weitergehen und sozusagen Schmerzpunkt für Schmerzpunkt abgrasen und somit wegradieren. Der Patient wird mir dann angeben, oh, in diesem Bereich spüre ich keinen Schmerz mehr. Und das war der erste Behandlungsschritt von meinem Konzept. Im zweiten Behandlungsschritt hilft mir die radiale Stoßwelle, nun die Ursache, sprich die Verkürzung der Muskeln zu verbessern. Ich gehe auf die Trigger- und Schmerzpunkte, öffne diese und somit erreicht der Muskel wieder seine Länge und somit wird der Ansatz nicht mehr die ganze Zeit gereizt und die Ursache ist verschwunden. Nach der Behandlung wird der Patient auftreten und wird angeben, dass es deutlich weicher ist. In der Untersuchung zeigt sich auch eine Verbesserung des Längsgewölbes sowie eine Verbesserung und Erhöhung des Quergewölbes. Die Funktion ist wiederhergestellt und eine bessere Abrollbewegung wird daraus resultieren. Um den Behandlungserfolg auch zu stabilisieren, erfolgt nach der Therapie eine anschließende Bewegungstherapie mit einer Bewegungstherapeutin.
Somit soll wieder eine Verknüpfung zwischen dem Bewegungsapparat und dem Gehirn erfolgen. Der Patient erlernt wieder eine normale Bewegung, legt seine Schonhaltung ab, verspürt, dass er wieder mehr belasten kann, wird dadurch selbstbewusster und kann somit seinen Alltag, seinen Beruf und seinen Sport wieder viel, viel besser bewältigen. Eine bessere Funktion bedeutet für mich eine Steigerung der Lebensqualität.